Eine Baustelle ist nicht genug. So scheint es heute an der Salierbrücke in Alt-Lussheim. Nach der Brücke ist jetzt auch noch der Pendlerparkplatz gesperrt. Unverständnis in der Bevölkerung. Allgemein ist es hier ein Flop. Es gibt nichts Scheiße mit der Brücke. Das dauert länger als 2 Jahre, ist bekannt schon. Aber alles an der Planung hier ist. Na, ich will nicht weiter ausholen, sonst geht es vielleicht sehr. Nee, machen wir nicht. Aber haben Sie noch eine Frage? Ja, die haben wir. Allerdings an das Regierungspräsidium Karlsruhe. Die Behörde ist verantwortlich für die Brückensanierung und die Sperrung des Pendlerparkplatzes. Am Nachmittag bestätigt man uns auf Ron-Nachfrage, der Parkplatz müsse asphaltiert werden, weil die Fläche bei Regen stark verschlammt. Darüber hatten sich mehrere Pendler beschwert. Nach 3 Monaten reagiert man nun. Muss Verständnis haben. Wer will, möchte, das ist besser, dass die Baustelle ist fertig. Etwas Geduld wirklich und Verständnis. Rückblick. Seit dem 21. Januar 2019 ist genau an dieser Stelle Schluss. Pendler zwischen den Ländern Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg müssen für die nächsten 2 Jahre auf einen Umweg ausweichen. Grund für den Umbau? Defizite an der Tragfähigkeit. Ein Mammutprojekt für geschätzte 11 Millionen Euro. Während der Arbeiten dürfen Fahrräder und Shuttlebusse die Brücke passieren. Ein Service, der ankommt. Die Leute sind zufrieden. Wir versuchen immer, das Beste draus zu machen. Konkret heißt das für Shuttlebusfahrer Manfred Jochim 40 Überfahrten am Tag mit rund 200 Fahrgästen, mit Abstrichen. Es kann halt nicht jeder zu jedem Zeitpunkt gefahren werden, aber wir halten unsere Zeit ein und gucken, dass wir mit den Leuten gut zurechtkommen. Und ich habe bis jetzt nur sehr nette Leute kennengelernt. Die Sperrung des Pendlerparkplatzes dauert immerhin nur 2 Wochen. Und nach den Osterferien ist dann zumindest der Parkplatz wieder befahrbar.